Dann freuen wir uns jetzt auf den Vorstandsvorsitzenden des 1. FC Kaiserslautern. Herzlich willkommen, Stefan Kunz. Guten Abend, Herr Kunz. Hallo. Willkommen. Hier dürfen Sie Platz nehmen. Ja, Herr Kunz. Ein Punkt gegen Wolfsburg, wie nehmen Sie den an? Eigentlich zu wenig, aber Hauptsache nicht verloren? Eigentlich zu wenig können wir es auch stehen lassen. Und der Auftritt der Mannschaft war okay. Das heißt, Sie haben ein Aufbäumen in der Mannschaft erlebt heute? Also es war so, dass sicherlich diese Aussprache mit den Fans sehr gut getan hat. Sowohl indem die Mannschaft dokumentieren konnte, dass ihnen die Situation nicht egal ist. Und auf der anderen Seite die Fans eben auch nochmal gesagt haben, worauf es ihnen ankommt. Und das hat die Mannschaft umgesetzt. Sie haben eine aufregende, eine anstrengende Woche hinter sich. Die begann mehr oder weniger am vergangenen Sonntag. Wir haben die Szene noch mal eingefangen nach der Pleite in Mainz. Da haben Sie sich mit der ganzen Mannschaft den aufgebrachten Fans gestellt. Können wir hier gleich noch mal sehen, gemeinsam mit Ihrem Trainer. Kann es bei so einer Gelegenheit, also bitte, das ist ja dann auch kein sachlicher Austausch mehr, aber hilft es denn schon, wenn man den Fans mal die Gelegenheit gibt, ordentlich Dampf abzulassen? Ja, das ist sicherlich der erste Grund direkt nach dem Spiel, dass da eben auch die Aggressionen mal rauskommen. Kaiserslautern ist natürlich durch seine Tradition ein Verein, der bei vielen Leuten ganz viel Emotionen hat. Wir bringen oder haben immer unser Auswärtskontingent an Karten ausgeschöpft. Wir fahren fast überall mit den meisten Fans hin, wenn man das dagegen sieht. Wir hatten ja bei der Fanaussprache mehr Zuschauer, als Wolfsburg heute bei uns mit dabei gehabt hat. Aber Sie waren heute nicht ausverkauft. Nee, natürlich waren wir heute nicht ausverkauft, aber unsere Fans, die nehmen die Auswärtsfahrten auf sich, das ist sehr viel Emotion. Und für uns, von den Verantwortlichen, ist es dann natürlich die Aufgabe, gute Entscheidungen etwas weg von der Emotion zu treffen, sondern eben immer für den 1. FC Kaiserslautern, dass die Entscheidung unterm Strich für den Verein gut ist. Wir haben ja vor der Saison nicht umsonst gesagt, wir spielen gegen den Abstieg. Wir wussten, dass wir aus dem Aufstieg heraus hatten wir natürlich Leihspieler, weil wir nicht genug Geld hatten, auch dann Spieler zu kaufen. Wir haben mit Hoffer, Moravec und Luschek drei Offensive abgegeben. Sridjan Lakic's Vertrag ist ausgelaufen. Er war 3 Jahre beim 1. FC Kaiserslautern. Und dann kommen wir nochmal auf die Emotionen zurück, als der Wechsel im Februar bekannt wurde von Sridjan nach Wolfsburg und er kurz danach im Spiel in Frankfurt aus 1 Meter am Tor vorbeigeschossen hat, hätte man aus der Emotion heraus ihn auch gerne verteufelt da weggeschickt und nachher hat er uns noch die Klasse gehalten. Das ist das, was ich ein bisschen aufzeigen möchte. Wir sind halt einfach gefordert, in dieser ganzen Emotionalität ruhige und gute Entscheidung für den FCK zu treffen, weil wir haben auch gemerkt, dass in der Vergangenheit natürlich auch viele Personalwechsel auch dem Verein nicht gerade gut getan haben. Wir sind aber auf dem Weg wieder zur Seriosität und zur Kontinuität, aber, und wahrscheinlich wollen Sie es gerade schön wegnehmen, ist es so, diese ganzen Fakten, die Sie jetzt aufgezählt haben, die stimmen und die müssen wir uns jetzt auch anhören. Lassen Sie mal bei Lakic bleiben. Also das ist eine imposante Zahl. 16 Tore bislang in dieser Saison, die hat er allein in der letzten gemacht. Der wäre wieder zu haben gewesen, der war zwischendurch weg. Haben Sie es versucht? Uns nicht zu haben, das stimmt ja nicht. Wir haben doch dann auch in der Bundesliga eine Gehaltsstruktur, wo wir mit Vereinen wie Wolfsburg natürlich überhaupt gar nicht mehr mithalten können. Da kann ein Hoffenheim und kann ein Stuttgart mithalten, aber nicht der 1. FC Kaiserslautern. Das war nie im Leben realisierbar. Gut, also bevor wir uns jetzt in klein die Personaldiskussion, ja klar, einen Kevin Trapp hätten sie verkaufen können. Der hätte, wie sagt man so, zwischen 4 und 6 Millionen gebracht. Das wäre für einen Verein wie Kaiserslautern ein ordentliches Pfund gewesen. Das ist richtig. Kevin Trapp ist einer von den Jugendspielern, die bei uns aus dem Verein rausgekommen sind. Und wir wollten natürlich, Willi Ilicevic haben wir verkauft, Kevin haben wir behalten, weil wir natürlich auch unseren Fans oder auch der Region zeigen möchten, dass wir um einzelne Spieler auch kämpfen wollen, solange es zumindest mal geht. Aber es war sehr viel Bewegung in den letzten Monaten. 20 Spieler haben den Verein verlassen, da waren auch Torgaranten dabei. 11 sind insgesamt gekommen. Waren das die Falschen? Es ist schon richtig und das müssen wir uns vorwerfen lassen, dass wir von der einen oder anderen Neuverpflichtung uns mehr versprochen haben. Das ist auch richtig. Ich will jetzt gar nicht mehr auf unseren finanziellen Rahmen zu sprechen kommen, dem wir natürlich unterliegen. Wir haben auch gesprochen, dass wir jetzt rasant innerhalb von 4 Jahren kurz mit einem Bein in der 3. Liga stehend jetzt eine sehr rasante und immer sehr gute Zeiten erlebt haben. Und das ist natürlich dann auch im Umfeld so, dass man gerne den
Verein gerne weiterhin so erfolgreich sehen möchte, was aber nicht immer ganz so realisierbar ist. Und wir haben auch, das wird auf der einen Seite wird's dann als Vorwurf formuliert, wir haben natürlich auch erstmal versucht, im Winter den Kader etwas zu verkleinern, haben dann von 8 Spielern erstmal trennen müssen, damit wir überhaupt Geld haben auf der Gehaltsliste, um neue Spieler zu holen. Also wir haben etwas getan. Wenn wir nichts tun, heißt es dann, die tun nichts. Wenn wir was tun, heißt, ja, ist doch ein Eingeständnis, dass sie da irgendwo Fehler gemacht haben. Nein, das ist ein Wandel, den eine Mannschaft halt durchgehen muss, wenn sie aufsteigt in die erste Liga. Die Frage ist bloß, ist das der richtige Zeitpunkt? Weil im Augenblick kämpfen sie gegen den Abstieg. Nur Felix Magath hat übrigens noch mehr Spieler geholt in der Winterpause. Ja, aber und nicht das so viele verkauft. Das zahlt sich auch nicht wirklich aus. Ich spreche aber generell den Wandel an. Ist das richtig, so in einem Abstiegskampf, wo man so wenig Zeit hat, im Prinzip ja eine neue Mannschaft auch zu formen? Natürlich ist das eine Geschichte, die, also Geduld ist natürlich im Abstiegskampf oder in so einer Kürze der Zeit eine Sache, die dagegen spricht. Wir haben natürlich auch gehofft, dass wir die Qualität damit erhöhen oder dann durch die Verringerung des Kaders auch haben möchten, dass unsere Jugendspieler ein bisschen mehr Trainings- und Spielanteile bekommen. Sie hatten ein bemerkenswertes Bekenntnis im vergangenen Herbst schon für Ihren Trainer ausgesprochen, für Marco Kurz. Das war in einem Moment, wo es gar nicht so gut lief für den ersten FC Kaiserslautern. Da haben Sie als erste Maßnahme gleich mal den Vertrag verlängert von ihm. Da habe ich mir damals noch gedacht, alle Achtung. Ist er heute noch der Richtige? Stehen Sie noch zu dieser Entscheidung? Ja, sonst hätten wir ja zwischendurch was geändert. Wir müssen mal sehen, die 2 Jahre, als Kaiserslautern abgestiegen ist, hat man jedes Mal in der abstiegsbedrohlichen Situation hat man die Trainer gewechselt und man ist abgestiegen. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, man guckt zu oder man tut nichts, nur weil man den Trainer jetzt nicht freistellt oder entlässt. Da kommen wir wieder auf diese Emotionen zurück. Oder wenn man die grundsätzliche Frage stellt, erreicht der Trainer die Mannschaft? Woran sich ein Trainer messen lassen muss, müssen wir doch heute sagen, nicht nur durch die Aussage von Christian Tiffert, sondern die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat, ja. Ja. Und Sie haben gerade eben gesagt, was man selber tun kann. Was haben Sie denn als Vorstandsvorsitzender für, falsch gefragt, nehmen Sie Einfluss, sprechen Sie mit der Mannschaft auch oder überlassen Sie das komplett dem Trainer? Selten. Also der Trainer hat da natürlich sein Aufgabengebiet und das begrenzt sich auf ganz wenige Ansprachen im Jahr. Was enorm wichtig ist auf dem Betzenberg, ist diese, ja, ich sag mal, dieses Trio, Fansclub, Kaiserslautern. Das ist, glaube ich, in der Pfalz fast noch wichtiger als bei anderen Vereinen. Also früher, wenn es hieß, wir fahren jetzt auf den Betzenberg, dann war ja schon alleine eine große Angst vor den Fans, vor den roten Teufeln. Die waren bei den Gegnern ja mal richtig gefürchtet. Haben Sie den Eindruck, dass das nachgelassen hat? Wie ist der Zusammenhalt auch zwischen Mannschaft und Fans? Ja, also wenn man es heute gesehen hat, war es natürlich wieder eine Einheit, weil von der Mannschaft her die richtigen Signale ausgegangen sind. Ich will nicht rumheulen, aber es ist schon so, da wir sind die kleinste Bundesliga-Stadt. Unsere Stadt kann uns nicht helfen. Wir haben einen Stadionvertrag, der keine Zweitligakonditionen vorsieht, sondern alles durchgängig mit Zahlen belegt ist, die schwer zu stemmen sind. Wir haben ein Sponsorenumfeld, was sicherlich ein bisschen schwieriger ist. Wir können den Stadionnamen nicht vermarkten und wollen es auch nicht. Das sind natürlich schon so ein paar wettbewerbshemmende Maßnahmen. Ja. Und dessen sind wir uns bewusst. Und jetzt komme ich wieder auf das, was Sie gesagt haben. Das geht nur. Kaiserslautern und Bundesliga geht nur zu halten, wenn die alle zusammenhalten. Und unterm Strich alle Intentionen, auch im Umfeld, wenn die nur für den FCK unterm Strich gut sind, dann sind sie alle okay. Aber es muss alles gebündelt werden, weil sonst schaffen wir die Bundesliga nicht. Aber momentan ist es natürlich so, dass durch die aktuelle Situation die Sorge um den Verein steigt. Und das wiederum fördert ein bisschen so die Unterwanderung auch der Fanszene durch Gruppen, auf die wir alle, ich sag's mal so, keinen Wert legen. Haben Sie die Vorfälle am Sonntag im Stadion mitbekommen? Ja, also am Rande, ja. Ja, also das sind natürlich, das müssen wir fairerweise sagen, das sind keine Probleme, die der FC Kaiserslautern exklusiv hat. Was haben Sie als Verein für Möglichkeiten? Welche Instrumentarien haben Sie an der Hand? Ja, wir wissen, dass aus der Gruppe, aus der der Ruf kam, sind eh schon Stadionverbote ausgesprochen worden. Also dasselbe, wie wenn sich halt jetzt jemand irgendein Trikot anzieht und dann dieses Zeug rausruft, ja, dieses Dumme. Es ist natürlich dadurch, dass es bei uns im Stadion passiert ist, bei einem Training, bekommt es natürlich einen ganz anderen Hintergrund und dadurch, dass es aufgenommen wurde. Wie ist das, wird da kontrolliert eigentlich auch bei Trainings, wenn die da reinkommen? Ich meine, nein, jemand, der mit Stadionverbot belegt ist, der sollte ja da eigentlich nicht mehr reinkommen. Ja, aber das Training ist öffentlich. Stadionverbot gilt ja fürs Spiel, weil da auch dementsprechend kontrolliert wird, ja.
Und was mich ein bisschen irritiert ist, gerade diese Leute, die dann immer so mutig angeblich nach vorne marschieren, das sind ja eigentlich die größten Feiglinge. Der bleibt jetzt zu Hause hinterm Ofen irgendwo sitzen, ne, anstatt dann entweder Farbe zu bekennen und zu sagen, ich habe es gesagt und ich bin der Meinung, oder eben aus dem Ofen rauszukommen und zu sagen, komm her, ich entschuldige mich und ich habe eine Dummheit begangen. Aber diesen Leuten, da muss man ja sagen, denen ist ja nichts heilig. Da ist ja kein Mut, da ist ja nur Feigheit mit dabei. Und von daher gesehen haben wir alle Maßnahmen ergriffen. Ich hoffe, wir kriegen die Identität raus und der Mensch wird dann dementsprechend bestraft. Ja, es wird vermutet, dass er einschlägig bekannt war. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter Graumann, der hat gesagt, wer solche Fans hat, ist gestraft. Wer solche Fans duldet, gehört bestraft. Was droht den Tätern für Konsequenzen? Ja, es ist ein Offizialdelikt, also das wird dann automatisch von der Staatsanwaltschaft verfolgt. Wie schon Wolfgang Niersbach gesagt hat, letztendlich obliegt es dann auch der Rechtsprechung, da dementsprechende Urteile zu sprechen. Er hat die Politik aufgefordert, sich einzumischen, den Staat. Was kann der Ihrer Meinung nach aber tun? Wie würde das den Fußball verändern? Also ich glaube, den Fußball verändern schwer, weil das ist ja eher ein sozialpolitisches Thema, wo eben dann auch wieder zum Schluss nur die Abschreckung durch eine relativ hohe Strafe geschehen kann. Weil Aufklärung, muss ich sagen, ist, glaube ich, in Deutschland vorbildlich. Meine Urgroßeltern sind auch Juden gewesen und von daher gesehen muss ich sagen, dass im Grunde genommen jemand, der normal durch Deutschland läuft, darüber sehr, sehr gut aufgeklärt wurde. Aber wir können nicht verhindern, ich glaube, ein italienischer Torhüter hat mal gesagt, die Mutter der Dummen ist immer schwanger. Sie wissen natürlich, was in der letzten Saison am 24. Spieltag los war. Da war Kaiserslautern auf dem? Ich denke mal Relegationsplatz. Auf dem Relegationsplatz. Und am Ende der Saison war ja, Lautern Siebter. Ja. Das heißt, Sie haben damals eine unglaubliche Aufholjagd gestartet. Was spricht dafür, dass Sie das in der Saison wieder schaffen? Also ich weiß ja, oder wir wissen ja, wenn Sie selber aus der Gegend kommen, so wie mein Vorstand oder mein Aufsichtsrat, wir kommen ja alle aus dieser Ecke. Wir können ja hinterher, wenn es schief gegangen ist, uns nicht der Verantwortung entziehen. Deswegen weiß ich, wir schlafen auch schlecht. Pure Angst. Ja, genau. Wir schlafen auch schlecht. Wir machen uns ganz viele Sorgen. Und ich weiß auch, dass die Fans sich jetzt ganz viele Sorgen machen. Ich kann aber auch versprechen, dass wir alles Erdenkliche, was wir irgendwo tun können, tun, um jetzt endlich diesen Dreh reinzukriegen und dieses Glück zu haben, wie jetzt zum Beispiel dann auf Freiburg in der letzten Minute, dass der Ball eben an den Pfosten geht und nicht rein. Alles Gute auf dem Weg dahin.